So, meine Lieben, ich würde dann langsam euch bitten, eure Plätze einzunehmen, dass wir beginnen können mit der Veranstaltung. Es ist 9.30 Uhr und ich mag Pünktlichkeit. Helena? Ja? Machst du Protokoll? Das ist nett, danke. Wie heißt der? Helena heißt sie. Helena, Entschuldigung. So, auch da hinten an der Bar, das sind lustige Gespräche, da bin ich mir ganz sicher, aber wir wollen jetzt mit der Veranstaltung fortfahren. Also, ihr hört mich nicht, soll ich lauter sein? Gut, erste Amtshandlung heute Morgen. Wir sind eines Protokollanten verlustig gegangen. Wir müssen eine Protokollantin, einen Protokollanten nachwählen, beziehungsweise nachbestimmen. Und soweit ich das mitbekommen habe, da sitzt auch schon jemand mit Kopfhörern auf, die Elena. Dann würde ich euch bitten, eure Stimmkärtchen zu zücken, ob ihr dafür seid, dass die Elena mit der Sandra, habe ich das richtig verstanden? Dass Elena jetzt alleine Protokoll führt. So. Zwei Kärtchen bei Anwesenden 20, 3, 4 sind ein bisschen wenig. Ja. Gut, ich verzichte jetzt mal auf die Gegenprobe. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Elena, du hast den Job, viel Spaß. Ja. So, die Frage, die sich uns gerade stellt, ist, ob wir jetzt mit dem nächsten Tagesordnungspunkt weitermachen können, und zwar Punkt 8, Top 8, Kassenprüferwahl. Bitte? Die Feststellung der Beschlussfähigkeit. Ja, magst du das nochmal so formulieren? Hier am GO-Antrag war das ja. Ich weiß, was du willst, aber bitte. Ich hoffe, es steht auch so direkt in der GO, aber ich würde dann darum bitten, einen GO-Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit der Landesmitgliederversammlung. Ja.
um zu gucken, ob wir weitermachen können, weil sonst sind wir anfechtbar und das ist ja doof. Gut, wir haben einen Antrag auf Feststellung der, also GO-Antrag auf. Wir haben trotzdem immer noch einen gültigen Antrag, auch wenn da hinten wild diskutiert wird. Wir stimmen den jetzt auch ab. Ob wir diesen GO-Antrag annehmen? Übernimmt ihn jemand? Das ist scheinbar nicht der Fall. Dann fahren wir fort. Also wir stellen uns immer noch die Frage, ob es Kassenprüferkandidaten gibt. Ich bitte mal um Handzeichen. Ich bitte noch mal um Handzeichen. Einen Kandidaten hätten wir da. Also wir haben uns eben so weit besprochen, dass wir gesagt haben, wir würden jetzt die Wahl der Kassenprüfer, bis der Saal etwas gefüllter ist, nach hinten schieben, weil es meiner Erachtens wenig Sinn macht, jetzt einen einzelnen, ja. Ich würde einfach vorschlagen, wir fragen euch mal, wollt ihr jetzt die Kassenprüfer machen oder wollen wir jetzt direkt mit dem nächsten Tagesordnungspunkt weitermachen? Programmatische Weichenstellung ist natürlich auch ein Thema, was, sage ich mal, mehrere Leute betreffen könnte. Würde ich jetzt gerne mal abfragen oder meiner hat noch eine Frage? Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass Arne Ludwig auch für die Kassenprüfung kandidiert. Er kann nur heute nicht da sein. Hat das Problem, wenn die Leute. Gut. Also wir haben uns gerade entschlossen, dass wir jetzt erst einmal die Kassenprüfer nach hinten schieben, weil zwei Kandidaturen gibt es wohl, allerdings brauchen wir ja vier. Und wir werden das dann nach dem nächsten Tagesordnungspunkt abhandeln, den wir jetzt dran nehmen, und zwar den Top 9, programmatische Weichenstellung. Den Programmantrag 14. Ist denn der Antragsteller da? Ja, das sind ja ein paar, nicht? Ach ja, ich schon wieder. Gut, Thomas wird ihn vertreten, dann... Ich vertrete ihn nicht nur, ich stelle ihn sogar. Ja, genau, aber es stehen ja mal ein paar mehr Leute auf dieser Liste da, nicht? Dann leg mal los. Ja. Moin Moin! Ah, ich sehe einen Mitantragsteller gekommen. Ah, die sind sogar fast alle jetzt hier, wie ich das so sehe. Das ist ein Antrag von Jan, von Claudia, von Mike, von Florian, von meiner Wenigkeit. Es geht darum, dass wir so langsam anfangen könnten, uns mal auf die nächsten Landtagswahlen vorzubereiten. Das Erste ist, sie finden natürlich wahrscheinlich nicht 2017, sondern erst 2018 statt. Das ist ein kleiner Tippfehler, der mir da unterlaufen ist, den ich hiermit zur Korrektur anmelde. Es geht halt darum, dass wir ja ein aktuelles Landtagswahlprogramm für die Landtagswahl 2012 haben und man sich Gedanken machen muss,